Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ich muss mich erstmal wieder so ein bisschen hier zurechtrücken, denn ich habe eben meinen Lippenstift geholt und ich kann mir schon wieder die Lippe ein. Also ganz ehrlich, die Stelle hier unten, ich bin im Moment nur am Tupfen hier. Schlimm! So, auf geht es. Wir schleichen weiter für die Gerechtigkeit. Ah ne. Der dreht da um. Gut, dass ich mich hingehockt habe. Ich war mir nicht sicher, ob er sich direkt wieder umdreht und zurückgeht. Also normalerweise müsste er mich da sehen, aber wir wissen ja alle, dass die Dakor-Lakaien hier nicht die hellste Kerze auf der Torte sind. Um es mal freundlich auszudrücken. Ey, die hören sich echt an. So. Hier müssen wir einmal außen rum. Dass sie das nicht sehen, das ist mir bis heute ein Rätsel. Ah, ich schaff's nicht. So kann er mich auf gar keinen Fall sehen. Überhaupt nicht. Nein. Wie er sich einfach anhört. So. Und irgendwas hat sich hier getan. Wo ist denn die Koppelinsel? Ich sehe die Koppelinsel gar nicht. Das ist Epona, die muss da hinten irgendwo sein. Ich will bitte hier einmal rum, ich will wissen, wo die Koppelinsel ist. Das, so. Hier komme ich nicht rum, weil da ist die Planke. Ja, die ist da hinten. Okay. Weil da, ihr Lieben, ist der Jorvik-Stall. Warum sehen wir eigentlich, wenn wir vom Jorvik-Stall oder von der Koppelinsel aufs Meer gucken, warum sehen wir da eigentlich das nicht direkt so? Sieht so aus, als ob hier etwas im Gange ist. Ich muss mich hier verstecken und zuhören, aber vorsichtig. Aber ich komme auch mit guten Neuigkeiten. Hört mir zu, meine verehrten Generäle. Sah das Pferd früher auch schon so aus? Die Strudel der Dunkelheit sind stark und nun winden sie sich zu unseren Gunsten. Die Druiden und dieser Idiot Fripp sind dafür bekannt, sehr passiv zu sein und die Kräfte Pandorias pulsieren wie niemals zuvor. Diese vereinten Kräfte sind unsere Antriebskraft, unser Lebenselixier. Erfahrungen sagen uns, dass es an der Zeit ist, zu handeln. Jetzt. Wir müssen jedoch auf der Hut sein und das zu jeder Zeit. Es gibt eine neue Person auf Jorvik, dessen Präsenz wir uns ganz und gar nicht wünschen. Ich fühle ihre Gegenwart. Ihre Präsenz ist viel stärker, als ich dachte. Fast als wäre sie... Aber natürlich kann sie nicht hier sein. Natürlich nicht Lektor Darko. Wie könnte sie? Auf jeden Fall wisst ihr, wen ich meine. Es wird Zeit, sie loszuwerden, wenn ihr sie wieder seht. Sie ist eine Bedrohung für uns. Für uns und für Garnok. Du hast vor allen Dingen Grafikfehler, Darko. Dein Name ist... ne? Ich nutze diesen Besuch hier, um euch zu sagen, dass es hier beginnt. Unsere Zeit ist gekommen. Es ist unser Tag. Der Tag der Generäle. Aber euch fehlt ein vierter Gefährte. So sehr sich unser ehrenwerter Herr Sens auch wünscht, dass ein geistloser kleiner Enkel unseren vermissten General ersetzt, weiß doch eigentlich jeder, dass Justin keinerlei magisches Talent hat. Der Junge kann nicht einmal eine Münze verschwinden lassen und wird es auch niemals lernen. Wir stehen kurz davor, Nihili, den wahren vierten General, freizulassen. Unternehmt nichts, bis sie hier ist. Ihr braucht sie. Ihr braucht euch gegenseitig. Garnok braucht euch alle.
Ja, Nihili, ja, endlich. Ich weiß, dass sie eine gewisse Angst in der Gruppe hervorrufen kann. Zwietracht, aber so ist sie eben. Das weiß jeder von euch. Vergesst nie, dass ihr eine Einheit seid und ihr müsst euch auch als Einheit und ihr müsst auch als Einheit handeln. Ich habe ein dunkles Pferd mitgebracht, das unsere Nihili tragen wird. Wir haben Pi verloren, also musste ich selbst ein dunkles Pferd erschaffen. Kümmert euch darum, bis sie hier ist. Sobald Nihili erneut mit euch vereint ist, werden die vier Generäle zum ersten Mal an einem Ort sein. Dann können wir losreiten und die dunkle Zeremonie an dem Ort durchführen, der bisher noch geheim gehalten wird. Das war vorerst alles. Associé, was heißt das? Nein, Associé Darko, wir freuen uns sehr darauf, dass die vier Generale wieder vereinigt werden. Solange wir auf den nächsten Schritt warten, kümmern wir uns um Nihilis dunkles Pferd und üben die dunkle Zeremonie. Gut, mögen euch die Tentakel von Garnok leiten und möge die Dunkelheit aus euren Fußstapfen strömen. Ich werde die vierte Generalin finden. Bald. Oh oh. Irr, was für ein gruseliger Typ. Er scheint sehr bösartig zu sein und schmiedet schreckliche Pläne. Ich bekomme ein sehr schlechtes Gefühl, wenn ich an ihn denke. Darko! Darko, was hast du in meinem Tagebuch verloren? Das werden wir jetzt rausfinden. Da ist er. Wir wissen nicht, wie alt er ist. Er ist Leiter des von Dacors Albtrauminstitut. Gehört zu Dacor. Hat am 29. November Geburtstag, ist damit Schütze. Sein Zuhause ist top secret. Geburtsort Norwegen, Lieblingsessen Rollmops, besondere Fähigkeiten Pyromantie, Psychokinese und Stolzieren. Darko. Darko arbeitet bei Dacor für Herr Sands und leitet eine Sparte mit dem Namen Albtrauminstitut. Anscheinend ist er eine Art Zauberer mit Magie. Er ist mächtiger als alles, was ich von den Druiden gesehen habe. Und was für ein Ego. Er hält noch mehr von sich selbst als Loretta. Und das ist schwer. Ich muss Dacor verlassen, bevor sie mich entdecken. Ich muss Linda so schnell wie möglich davon erzählen. Kann ich mich nicht einfach ins Wasser stürzen und dann komme ich beim Pferd wieder raus? War da nicht was? Nein. Aber hier kann ich, glaube ich. Ja. Genau. Die Abkürzung, da müssen wir nicht wieder den ganzen Weg zurück. Hallo? Warum bin ich da durchgefallen? Also so dünn bin ich nur auch wieder nicht, dass ich hier einfach so durch den Rost flutsche. So. Auf zurück. Dann verlassen wir jetzt diesen scheußlichen Ort, um zum Fischerdorf zurückzukehren. Auf geht's. Ja, definitiv. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Ich guck mal gerade, ja, passt mit der Kamera immer noch? Weil es ist jetzt langsam dunkel und die ist gerade eigentlich eher auf helleres Wetter, in Anführungsstrichen, auf helleres Licht eingestellt. Weil ich muss immer so zwischen Tageslicht, Regen und Nacht muss ich eigentlich immer hin und her wechseln, damit ihr kein Flinkern und Flackern bekommt und wirklich der Greenscreen hinter mir gescheit ausgeblendet wird. Aber obwohl es jetzt eigentlich schon Nacht sein sollte, funktioniert gerade die Tageinstellung, glaube ich, immer noch ganz gut. So. Ach, guck mal da, wie praktisch. Ein Weihnachtsgruß, ein Wintergruß. So, jetzt habe ich schon wieder 10. Noch 5 Stück. Und ich kann schon wieder ein Teil kaufen. So, wir fahren jetzt zurück zum Silverglade-Landgut. Da auf direktem Seeweg natürlich. Das Landgut hat Seeanbindung. Wer kennt sie nicht? Da fließt halt nicht mal ein Fluss dran vorbei, aber egal. So, und jetzt kriegt Linda noch eben Bescheid von uns über die aktuellen Zustände und Umstände auf der Dacor-Ölplattform.
Hallo Tiffany, ich habe hier ein paar sehr spannende Sachen in den Büchern gefunden und... Oh, du siehst etwas angespannt aus. Ja, angespannt könnte man es eventuell nennen. Ich renne hier wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend. Siehst du das denn nicht? Ja, aber bevor wir Linda erzählen, was wir rausgefunden haben, war es das für heute. Ich bedanke mich. Oh, Stern! Bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und dann macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Also bis dahin, bleibt gesund. Kann momentan nicht schaden, das zu wünschen. Tschüss!